Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich rede heute wieder über das Thema Minimalismus und ich beschäftige mich mit der Frage, wie dich Minimalismus zufriedener machen kann. Ihr kennt es bestimmt alle, die Werbung überall in den Zeitschriften, im Fernsehen. Sagt uns ja immer, was wir alles brauchen, um besser zu sein, um zufriedener zu sein und um schöner zu sein. Und es ist schon verrückt. Ich erinnere mich immer daran, dass ich auch als Kind dachte, hey, wir können nur eine glückliche Familie sein, wenn wir eine Rama auf dem Tisch stehen haben. Und das ging auch so ein bisschen weiter. Während meines Modedesign-Studiums bin ich total der Fast Fashion verfallen. Ich dachte halt wirklich, kaufen ist wie eine Belohnung. Ein Kleidungsstück kaufen macht nicht glücklich. Wenn ich ein neues Outfit anlege, kann ich mit dem Alten meine Probleme ablegen und habe mich halt super doll durch das Äußere definiert und wollte durch jeden Kauf eigentlich so einen kurzen Glücksrausch, der natürlich nie lang angehalten hat. Und ich habe mal geguckt, Minimalismus bedeutet ja eigentlich bewusste Beschränkung auf das Nötigste. Sich zu fragen, was braucht man wirklich und auch, was macht einen Freude, was bereitet einem Freude. Und das kann man nicht an der Anzahl von Gegenständen knüpfen oder festmachen. Es ist aber auch wirklich so, dass es am Anfang wirklich auch ein bisschen Verzicht bedeutet. Denn bei diesen Impulskäufen muss man sich wirklich fragen, brauche ich das wirklich? Und am Anfang muss man da öfters Nein sagen, um zu verzichten, was einen aber im Endeffekt glücklicher macht, weil man dieses Loch, das man ja irgendwie hat, nicht mehr mit Dingen stopft, sondern anderweitig an dieses Loch vielleicht rangeht. Ja, und ich muss wirklich sagen, für mich ist Minimalismus nicht nur ein Trend, sondern eine Lebenseinstellung, die ich jetzt schon lange verfolge, die ein Prozess ist. Und heute möchte ich euch ein bisschen erzählen, wie mich das glücklich macht. Vielleicht eine kurze Frage vorab, auf einer Skala von 1 bis 10, wie zufrieden seid ihr gerade? 1 ist gar nicht zufrieden und 10 ist total zufrieden. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, würde mich wahnsinnig interessieren. Und ja, ich würde mich auch freuen, wenn euch die Themen Nachhaltigkeit und Minimalismus interessieren, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonniert, mich empfehlt, einen Daumen hoch lasst, einen Kommentar schreibt. Ihr unterstützt mich damit total und ich sage jetzt schon mal vielen, vielen lieben Dank dafür. Erstens, durch weniger Konsum habe ich mehr Freizeit. Alles, was wir kaufen, kostet ja Geld. Und für Geld müssen wir arbeiten. Und wenn wir arbeiten, haben wir keine Freizeit. Bei mir im Beruf war schon immer wichtiger, dass er mir Spaß macht und die Freude stand immer im Hintergrund. Und ich habe auch, als ich angefangen habe, mich vor 10 Jahren selbstständig zu machen, immer geguckt, dass meine laufenden Kosten gering sind, weil ich schon wusste, hey, das gibt mir irgendwie eine Freiheit, nicht alles machen zu müssen, nicht jeden Job annehmen zu müssen. Und ja, ich hatte auch das Glück, dass ich mit meinem Job gut erfolgreich geworden bin und der mir Spaß macht. Aber trotzdem ist es ja so, dass man oft in seiner Karriere, oder es war auch bei mir so, immer mehr verdient. Und dann leckt man irgendwann Blut, weil man sich immer mehr leisten kann. Und dann arbeitet man immer mehr. Und dann will man eine bessere Wohnung. Und dann will man ein schöneres Auto. Und dann hat man plötzlich so viel mehr laufende Kosten, dass man manchmal in so ein Hamsterrad ist. Ich führe oft Gespräche, wo ich zu Leuten mal sage, hey, wenn dir alles zu viel ist und irgendwie du das nicht mehr schaffst, dann versuch doch weniger zu arbeiten. Und ich höre oft die Antwort, das geht nicht. Wir müssen unsere Kosten decken. Und Minimalismus bedeutet halt auch wirklich zu gucken, was für Kosten habe ich und die nicht immer vielleicht auch dem Verdienst anzupassen, sondern vielleicht auch einfach mal laufende Kosten niedrig zu halten, vielleicht in einer kleineren Wohnung zu bleiben, obwohl man mehr verdient, weil man dadurch halt auch eine Freiheit hat. Weil wenn ich immer mehr will und immer mehr, habe ich irgendwann so viele Kosten, dass ich in einem Hamsterrad bin und da nicht mehr rauskomme und das eigentlich gar nicht mehr deckeln kann, ohne einen riesengroßen Aufwand. Deswegen bei allem, was ihr euch anschafft, bei Krediten, die ihr aufnehmt, in neuen Wohnungen, wo die Miete höher ist, ist es euch das wirklich wert? Oder auch bei allen Dingen, die man kauft, das kostet ja alles Geld. Es ist wirklich mal interessant, sich zu fragen, wie lange muss ich für einen Gegenstand arbeiten, den ich mir kaufe? Und ist es mir das wert? Und bei großen Anschaffungen wirklich überlegen, möchte ich mich binden und möchte ich diese viele Arbeit auf mich nehmen, um diese neue Wohnung, dieses neue Auto oder diese große Anschaffung zu haben?
Oder möchte ich lieber mehr Freizeit? Und das kann sich auch verändern. Zum Beispiel habe ich auch lange Zeit gesagt, ja, ich möchte mehr arbeiten, ich möchte mehr Geld verdienen, weil ich ein großes Ziel, das große Traum von unserem Haus in Portugal habe. Und jetzt sage ich aber, boah, nee, jetzt möchte ich viel weniger arbeiten und schraube auch wieder total zurück. Zweitens, ich kann leichter Entscheidungen treffen. Man sagt ja immer, wer die Wahl hat, hat die Qual. Und ja, ich glaube, sehr viele Frauen werden das beim Kleiderschrank sehen. Sie stehen davor, er ist total voll, aber man fragt sich immer, was ziehe ich an? Man hat so viel, aber dann doch nicht genug. Und mein Ziel ist es da erstens, den Kleiderschrank total zu reduzieren und mich wirklich zu fragen, was ziehe ich an und was brauche ich? Und zweitens auch Struktur reinzubekommen. Für mich ist Minimalismus auch immer Klarheit und Struktur. Und mir zu überlegen, welches Outfit passt irgendwie zusammen, welche Hose passt zu welchem Pullover. Und mein großes Ziel wäre es wirklich, einen Kleiderschrank nicht nach Pullovern und Hosen und Socken sortiert, sondern nach Stylings, dass ich genau weiß, hey, heute ziehe ich das an und ich habe eine Entscheidung, weil alles zusammenpasst. Und wenn ich mir jetzt mal was Neues kaufe, was wirklich selten vorkommt, schaue ich auch immer, zu was kann ich das anziehen, weil wir haben so oft Teile, die zu nichts passen. Und dann stehen wir vor dem Kleiderschrank und es gibt so viel Zeit verflöten und wir können uns nicht entscheiden. Und ja, das ist ein richtiger, richtiger Zeitfresser. Aber auch in anderen Bereichen des Lebens, zum Beispiel zu Hause, wenn ich Hobbys habe, wenn ich zum Beispiel 10 unterschiedliche Malutensilien habe und mich nicht entscheiden kann, will ich heute mit Öl malen oder mit Bleistift oder mit Kreide. Das ist ein bisschen wie Kinderspielsachen. Kinder haben oft viel zu viele Spielsachen. Die können sich überhaupt nicht entscheiden, mit was sie spielen wollen und ja, nehmen dann ein Stöckchen und den Stein im Garten. Und so ist es eigentlich auch bei unseren Hobbys oder auch bei Freizeitaktivitäten oder bei Freunden oder beim Kochen. Da, wenn man sich da reduziert und guckt, hey, welche Freizeitaktivität macht mir wirklich Spaß, welche Freunde machen mir wirklich Spaß und auch die Küche nicht voller Konserven und Lebensmittelhause, dass man genau weiß, hey, das koche ich heute am besten mit einem Plan, kann man sich einfacher entscheiden und spart damit auch wieder enorm viel Zeit. Drittens, Klarheit durch Ordnung. Also mir ist die Ordnung wirklich total wichtig und ich bin so ein Mensch, der braucht wirklich auch Ordnung, um zu arbeiten. Ich kann eigentlich auch erst anfangen, irgendwas zu machen, wenn um mich herum alles ordentlich und strukturiert ist. Dann habe ich die Ruhe und die Gelassenheit und dann bin ich auch kreativ. Und Minimalismus bedeutet weniger besitzen und so habe ich auch die Chance, dass jedes Teil seinen Platz hat. Das heißt erstmal, dass das Aufräumen viel einfacher fällt, weil man genau weiß, was wohin gehört und es bringt auch eine super Ordnung und eine Klarheit. Und dann ist natürlich auch Disziplin ein wichtiger Stichpunkt beim Thema auch Ordnung halten. Ich habe eigentlich immer die Regel, alles, was ich innerhalb von 3 Minuten wegräumen kann, mache ich sofort. Und die Klarheit hilft mir auch wieder, Entscheidungen zu treffen. Wenn um mich herum irgendwie alles klar und strukturiert ist, kann ich viel besser Entscheidungen treffen. Und ich habe natürlich auch mehr Zeit. Ich muss die ganzen Sachen nicht ständig aufräumen oder putzen oder sauber machen. Muss nichts suchen. Und wenn ich weiß, was ich habe und so viele Dinge habe, wo ich auch wirklich immer genau weiß, das ist das, das besitze ich, das nicht, kaufe ich nichts doppelt und spare da auch wieder Geld. Viertens, ich erfahre mehr Wertschätzung und Dankbarkeit. Für mich geht Zufriedenheit auch Hand in Hand mit Wertschätzung und Dankbarkeit. Wenn ich nur Dinge habe, die ich möchte und brauche, steigt auch meine Wertschätzung. Ich benutze sie regelmäßig, ich mag sie wirklich, ich weiß, dass sie da sind. Ich behandle die Sachen auch gut, weil ich habe sie auch nur einmal und brauche sie auch wirklich. Und das Gleiche gilt auch für Freizeitgestaltungen, Verpflichtungen, Treffen mit Freunden, denn nur wenn ich das mache, was ich wirklich möchte, macht es mich auch glücklich. Für mich ist Minimalismus in der Hinsicht auch Reflexion und Hinterfragen. Sehen, was ich noch ändern möchte, aber auch den Blick dahin zu richten, was schon da ist. Also Minimalismus ist nicht nur loslassen, sondern auch Fokus auf das zu setzen, was wirklich wichtig ist. Denn dann lässt man auch manchmal ganz von alleine Dinge los, ohne das aktiv zu machen. Und dadurch erfährt man auch eine Wertschätzung und eine Dankbarkeit. Und im Grunde war unser Umzug nach Portugal auch so eine Art Minimalismus. Loslassen, was mir nicht mehr gut tut. Die Stadt, die Gewohnheiten, der Stress. Und hier in Portugal das zu erfahren, was ich wirklich möchte. Natur, mehr soziale Kontakte, Leichtigkeit. Einfach das alles so zu schätzen. Ich bin wahnsinnig dankbar dafür. Also auch dieser Bereich Wertschätzung und Dankbarkeit kann man nicht nur bei Gegenständen sehen, sondern auch beim Lebensmodell. Und natürlich gibt es auch
eine Verbindung zwischen Wertschätzung und Nachhaltigkeit. Ich bin ja eigentlich durch das Thema Nachhaltigkeit auf Konsumverzicht und dann auf Minimalismus gekommen. Und das ist halt auch eine Wertschätzung für Dinge und sich zu fragen, brauche ich das wirklich? Wie wird es produziert? Wie kann ich weniger Müll verbrauchen? Wie kann ich Secondhand kaufen und Ressourcen auch irgendwie einsparen? Und das ist natürlich auch eine Wertschätzung unserer Umwelt gegenüber, unserer Erde, unserer Welt, den Ort, wo wir leben. Fünftens, ich habe mehr Zeit. Oder auch besser gesagt, ich nehme mir mehr Zeit. Wenn man minimalistisch lebt, habe ich festgestellt, man hat weniger Dinge, man muss weniger putzen, man muss weniger aufräumen, man verbringt weniger Zeit, um die Dinge zu pflegen, zu suchen. Und ich habe jetzt auch gemerkt, bei unseren vielen Umzügen hier in Portugal, wir sind mal einen Tag damit beschäftigt, unsere Dinge von Ort A nach Ort B zu fahren. Und wir haben auch immer noch zu viel, auch im Alltag. Aber das Schöne ist, durch weniger haben kann man schneller Entscheidungen treffen, hat weniger Auswahl und dafür mehr Zeit. Wenn ich weniger kaufe, habe ich mehr Geld, muss vielleicht weniger arbeiten und habe mehr Zeit. Wenn ich Dinge absage, auf die ich keine Lust habe oder Dinge absage, wo ich für andere was machen soll, aber auch keine Lust habe, habe ich auch wieder mehr Zeit. Und das Schöne ist, diese Zeit kann ich für Hobbys verbringen oder wenn ich die Sachen nicht kaufe, kann ich das Geld für Dinge verwenden, die mir wirklich was bedeuten. Reisen, anlegen, was mir auch wieder was bringt. Ja, man hat also mehr Zeit in allen Bereichen. Ja, und diese Zeit, die ist mir geschenkt, die kann ich wieder neu und für mich gestalten. Und überlegen, hey, was will ich wirklich damit tun? Ich fühle mich freier. Ich habe es ja schon gesagt, Ordnung brauche ich so dringend für meine innere Balance. Und ich fühle mich auch frei, wenn alles seine Ordnung hat. Und beim Minimalismus fühle ich mich auch frei. Frei von der Meinung anderen, weil man so bei sich selber ist. Und da habe ich ein schönes Beispiel. Wenn man jetzt in den Urlaub fährt und den Koffer packt, dann würde man auch nicht einen wildfremden Menschen fragen, ob er den Koffer für den Urlaub packt. Okay, wenn er jetzt grob weiß, wo es hingeht, kann er irgendwas einpacken. Aber was man wirklich braucht, was einen wirklich Freude macht, um eine schöne Zeit zu haben, das weiß man eigentlich nur selber. Und die Entscheidung kann man auch nur selber treffen. Deswegen sollte man da auch bei sich bleiben und nicht gucken, was die anderen denken, sagen oder was für eine Meinung sie haben. Natürlich kann man offen sein, aber man kann immer wieder für sich sagen, nee, für mich stimmt das nicht. Was möchte ich haben? Wie möchte ich leben? Das sind Fragen, die ich nur für mich selbst beantworten kann. Durch den Minimalismus bin ich auch dazu gekommen, nicht mehr so ein schlechtes Gewissen zu haben, um die Erwartungen der anderen zu erfüllen oder immer da sein zu müssen. Denn es ist auch irgendwie ein gesunder Egoismus, Minimalismus. Man schaut auf sich. Und jedes Nein zu jemand anderen ist halt auch ein Ja zu einem selber. Und auch durch den Minimalismus schaue ich eigentlich gar nicht mehr, was haben andere. Das ist mir total egal. Ich frage mich wirklich nur noch, was brauche ich zum Glücklichsein, um zufrieden zu sein, um alles zu haben, was ich brauche. Und oft ist das Schöne, dass es echt nicht viel ist. Siebtens, ich weiß, wer ich bin und was ich brauche. Oft ist es so, dass wenn man im Äußeren anfängt auszusortieren und Ordnung zu schaffen und auszumisten, dass sich das dann irgendwann auf das Innere auch überträgt. Also dass man dann auch schlechte Gewohnheiten und Glaubenssätze weghaben möchte, ungesunde Verhaltensmuster, Emotionen, die an Triggerpunkte geknüpft sind, um auch da irgendwie im Inneren eine Klarheit und eine Struktur für sich zu finden. So war es auch bei mir. Und das ist eigentlich ein wunderschöner Prozess. Denn ja, es ist genauso, wenn man den Minimalismus aufs Mindset, auf das Innere überträgt, dann steht man für sich und seine Bedürfnisse ein. Man hat eine Klarheit über seine Wünsche, was man im Leben möchte und was nicht. Und das macht einen auch so zufrieden und stark und gibt dem Leben auch einen Sinn. Und das ist auch wunderschön, dieser Aspekt vom Minimalismus. Das Minimal Mindset nenne ich es gerne. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren zum Thema Minimalismus und wie glücklich und zufrieden es einen machen kann auf den unterschiedlichsten Ebenen. Es ist ein Prozess, schnuppert einfach mal rein. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir auch eine Frage hinterlasst, falls ihr noch nicht so viel darüber wisst. Oder einfach einen Kommentar, einen Daumen hoch, mich abonniert und auch nächste Woche wieder dabei seid. Danke, dass ihr dabei wart bei diesem heute etwas anderen Video. Einfach nur mit schönen Bildern und Texten. Danke!